So Leute, willkommen zu einem neuen Fanmade Battle, diesmal in der neuen Kategorie Yu-Gi-Oh! Dueling Network. Und ja, diesmal dabei ist der Super LP Project und der wird das Ganze auch jetzt nochmal mit mir nachkommentieren. Hi, ja, hi, und ich kann schon mal sagen, dass das Ende fies war. Was? Ja, das Video geht schon mal nur 20 Sekunden und schon haben wir einen fetten Spoiler, aber ist auch egal. Nein. Okay, ja doch, stimmt, das war schon fies. Aber da kommen wir später doch nochmal zurück. So, Yu-Gi-Oh! Dueling Network ist ja die neue Kategorie. Ziemliches Gegenteil gegenüber zu Brawl, muss man sagen. Und hätte ich dir jetzt wieder sagen, sollen wir nur eine Karte gespielt hast? Ja. Okay, du hast gerade 3 Karten gespielt. Warte. Was tust du? Sag mal nicht noch, die Monsterkarte gespielt habe. Okay, ja, weil Nick nimmt das Ganze selber mit auf und da muss man das alles abpassen. Du hast Monster gespielt. Okay, passt doch bei dir. So, okay. Und ihr könnt es halt entweder auf seiner Sicht sehen oder von meiner Sicht. Also ihr könnt es entweder aus der Gewinnersicht sehen oder aus seiner Sicht. Ey, ich hab nicht schlecht gespielt. Nein, doch, das stimmt. Also Nick spielt das ja auch noch nicht lange, das Spiel, also zumindest nicht das, wie auf der Seite so. Aber doch noch, du bist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber lasst euch überraschen. Doch, das Duell war schon ziemlich cool. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die Seite ist eigentlich, da kann man ziemlich leicht cheaten, weil es da keinen festen Spielablauf gibt. Man könnte sich ziemlich viele Lebenspunkte einfach so geben, oder? Ja, man könnte sich irgendwie 10.000 Lebenspunkte einfach direkt geben. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das zuerst mit dir gemacht habe, weil ich weiß ja, du schon mit Zähne und so. Ne? Ja. 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 So, also, irgendwie, wir spielen gerade sehr defensiv, irgendwo hier ganzen Zauber- und Teilenkartenzonen zu spammen. Ja. Ja, so muss das. Naja. Ja, okay, schönes Monster gezogen. Ich habe aber mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so, also so viele gute, so starke Monster in meinem Deck habe. Also am Anfang habe ich schon echt Kacke gezogen. Also. Ja, da hast du jetzt deinen Mainstream-Drachen, weil. Ey, ohne Scheiß, Leute. auf dieser Internetseite, jeder spielt mit dieser Karte, außer ich. Die Karte ist gut. Ja, okay, ist sie auch, aber trotzdem. So, Jäger im Hinterhalt, ne? Und jetzt noch hier nächtliche Angreifer flippen. Ah, da kommt schon ein bodenloser Fallgrube. Jetzt werden wir uns direkt gebanished. Aber dein Monster wird auch zerstört wegen nächtlicher Angreifer. Nicht so schlimm. Und jetzt. Riesenkeim mit 1000 Angriffspunkten. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Denn das war ein menschenfressendes Insekt. Und mein Monster ist weg. Leider verlierst du auch keine Lebenspunkte, weil das nicht durch den Kampf zerstört wurde. Ja. Ich finde die Karte cool. Ja doch, aber ich finde nächtliche Angreifer eigentlich besser. Auf jeden Fall zumindest, er hat auf jeden Fall einen besseren Effekt. Ich glaube, nächtliche Angreifer konnte man nur einmal ins Set packen, oder? Ja, der war limitiert. Ja. Mir ist aufgefallen, die allererste Karte, die ich in diesem Projekt gespielt habe, direkt wirklich eine offiziell verbotene Karte, Top der Gear. Was ich aber wirklich unnötig finde, ist, dass Top der Gear verboten ist. Ist er auch. Verstehe ich auch nicht. Was ich dumm finde, ist, also Überläufer, es gibt ja nur 2 Karten in diesem Projekt, die verboten sind. Das sind 3 Gecki und Überläufer, ne? Und ja, ihr müsst wissen, oh, da habe ich immer bei Skype angeschrieben. Das sieht man jetzt voll. Ja, das ist Robin. Also egal. 3 Gecki, ne? Ich weiß ja nicht, dass du mit 3 Gecki spielst eigentlich. Aber 3 Gecki ist eine Scheißkarte. Und was ich richtig... Sind die Göttergarten Karten nicht auch verboten? Ja, eigentlich ja, aber nicht in meinem Projekt. Nur, was ich auch noch dumm finde, ist Überläufer und Gehirnkontrolle. Ich meine, beide sind verboten. Wieso? Überläufer kann ich ja noch verstehen, aber Gehirnkontrolle? So, ja, und er hat jetzt mein Monster schöne 4200 ja. Montagedrache muss ja beschweren, indem du 3 Monster auf deinem Blatt auf den Friedhof legst. Dann kriegt er Angriffspunkte in Höhe der Sterne der geopferten Monster mal 300. Deswegen hat er 4200 Angriffspunkte. Und ich weiß nicht, okay, da hast du dich hoffentlich verdrückt. Aber das weiß ich mal, dass du da mal Schatzzylinder verdeckt hattest. Meine sakretische Rutsche wird leider besiegt. Und mein nächtlicher Angreifer auch. Aber ist egal. Ist egal. So einfach gebe ich nämlich nicht auf. Ich brauche unbedingt mehr Karten, die Fallen zerstören, weil das war fies. Du hast mehr Karten in deinem Deck, die Fallen zerstören als ich. Ah ja, Hexe von Schwarzem Wald. Und Schrei der Untoten. Jetzt kommt eine coole Kombo, wie ich finde. Hätte ich dunkle Tür nicht gehabt, wäre sie sogar noch besser gewesen. Guck mal, Riesenkeim wieder, aktiviert Kreaturentausch. Dass er Riesenkeim bekommt und ich sei ein 4000er Monster. Hat er aber nicht viel gebracht. Ja, irgendwie ja nicht. Ich wusste ja, dass du magischer Zylinder verdeckt hast, da konnte ich ja nicht mit deinem Drachen da angreifen. Dann hätte ich ja erst verloren.
also später, ne? Deswegen ja, verlierst du jetzt 100 Lebenspunkte. Verlierst du jetzt 100 Lebenspunkte und nochmal durch den Effekt von Riesenkern verlierst du ja eigentlich. Oder eigentlich hättest du die Buffer kriegen sollen. Ja, aber das ist irgendwie so eine Grauzone bei Yu-Gi-Oh! Weil eigentlich ist ja mein Monster und du bist mein Gegner, auch wenn es zerstört wird. Weil auf deiner Spielfeldseite ist so eine Grauzone. Es ist genauso wie ob Sakuretsu-Rüstung ein Monster als Ziel nimmt oder nicht. Das ist auch so eine Grauzone. Kriegst du nicht 500 Schaden? Das war eine ernst gemeinte Frage. Nee, war ja mein Monster. Ach ja. Ich könnte mich eigentlich ein bisschen lauter stellen, Contagia, oder? Ja. Könnte es auch sein. Das ist ziemlich leise, glaube ich, gerade. Ja, und da habe ich direkt mit zigtausend Monstern wieder angegriffen. Ich habe vergessen, dass ich dunkle Tür auf dem Feld hatte. Ja, und dann habe ich dich da erinnert. Ich greife Krankengeist weiter. Ja, konntest dir gleich wieder 1000 Lebenspunkte dazugeben. Hey, du kannst nur einmal angreifen. Hey, du kannst nur einmal angreifen, Mann. Hol dich rum, Biatch. Okay. Aber man muss sagen, das dauert auch immer ein bisschen lange. Ja, das... Vor allem, wenn man eine langsame Leitung hat, dann dauert das... Das Duell dauert 26 Minuten, eine halbe Stunde war die Grenze. Ist schon krass. Und dann habe ich hier meine schöne Kampagne. Zukunftsfusion. Ihr müsst wissen, Nick spielt mit Drachenmonstern und die ätzen, die sind so scheiße. Jetzt müsst ihr bei mir aufpassen, weil ich habe hier einen Plan. Ihr müsst mal überlegen, was für Monster er spielt, was er dann fusioniert. Ich habe ein paar Monster geopfert. Überlegt mal, was könnte er spielen, indem er 5 Drachenmonster opfert? Erstmal die dreckigen Monster. Die schlechten. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich opfer doch lieber statt das Ei komplett den weißen Drachen, voll weil fies. Ich ihn später rufen kann. Und dann habe ich halt gesagt, ja, warte, ich ändere den nochmal kurz. Ja, hatte ich noch 2 Runden Zeit, bis ich gepwned werde. Irgendwie weckt das gerade in der Aufnahme. Opfer aber einen anderen und dann hast du so einen komischen Smiley gemacht. Warte, ich opfer ein anderes Monster XD. Und dann habe ich das Ei hier weggemacht. Und komplett den weißen Drachen. Ey, ohne Scheiß, wenn ich an dein Deck denke, denke ich nur an dieses scheiß Ei. und an deinen Fusionsmonster, das du gleich spielst, aber sonst. Ohne ja, Scheiß. Das Fusionsmonster, was ich spiele, das kommt ziemlich oft bei jedem Duell. Ich hab noch nie ein Duell gegen dich gespielt, ohne dass du das gespielt hast. Und ja, also früher war das immer so, dass man uns nie länger als eine Runde gehalten. Und da spielt der Sack noch in meinem Zug eine Karte. Wie kannst du es wagen? Weg. Mein Gott. Ja, und Dimensionskapsel und ja, Ruf der Gejagten kommt eigentlich auf den Friedhof. Fällt mir gerade auf. So, welche Karte nehme ich denn auf das Spiel? Da habe ich mich für... Ja, wollte ich erst überlegen, welche Karte mir was bringen würde. Da habe ich jetzt versucht, Fallenkarten zu sammeln. Und dann Uriah zu spielen, weil die Karte, boah, wenn man die aus Feld kriegt, die ist schon ziemlich mies. Aber, naja, also jetzt habe ich erst noch Raviel durchgeguckt, aber ich entscheide mich doch lieber für Uriah, den Herr der reißenden Flammen. Okay. Ich finde, das ist das Beste von diesen Dämonenmonstern. Bringt dir nicht viel, weil ich bin aber cool. Ja, und erstmal schön auf Defense gehen, ne? Ich habe mich schon gewundert, was machst du denn da? Ja, und natürlich wieder nicht mit deinem Monster angreifen, sondern mit Hexe von Schwarzem Wald, dass du mal statt Zylinder bloß nicht aktivierst. Na. Dann habe ich dann gesagt, ja komm, mach ich. Und dann habe ich mir dazu gegeben. Ja, gibt er sich eiskalt 1100 Lebenspunkte dazu. Ja, habe ich 2200 weggezogen. Ja. Ist doch in Ordnung. Also, jetzt gerade sieht es noch gut aus für mich, aber wenn er gleich sein Fusionsmonster spielt, dann könnte es eng werden. Und dann hatte ich noch ein paar andere Monster. 2 Fusionsmonster und ein Synchromonster. Und den weißen Rand. Naja, schon die übelsten. Und den jetzt habe ich nochmal kurz mein Deck geschaffelt, weil ich dachte, ich hätte das Deck nicht gemischt. Der mischt eigentlich immer. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und dann habe ich hier einfach mal eine Karte. Das war voll kackendreist. Vor allem, du legst so eine Karte ab. Ich so, wie? Der hat jetzt 0, schreibe ich gerade. Oder sagst du, wie kannst du das? Erst zu kacken. Ich gucke mir an und denke, ja. Stimmt, der hat ja 6 Sterne. Ah, Reptilianische Medusa ist eine Scheißkarte, die ist richtig fies. Oh ja, habe ich auch von Jan angeguckt. Ja, Jan gibt dir erstmal voll die Tipps.
Warte, Jan müsstet ihr eigentlich auch kennen aus meinem Zelda-Let's Play. Doch, doch, den müsstet ihr eigentlich auch kennen. Und aktiviert dann noch Schreiter und Toten. Deswegen hast du auch weißen Dach noch, es geht doch gelegt, ne? Spielt erstmal voll die Overpower-Monster. Mein Fehler. Ach ja. So. Next turn. Zu ja der Pro am Zug. Und ich zieh nur Scheiße. Ja. Ich zieh nur Scheiße. So, Dimensionskapsel hat jetzt eine Runde. Habe ich gedacht, spielst du die feinen Karte verdeckt und. Ja, mehr konnte ich eigentlich auch nicht machen, weil. Angreifen hätte mir nichts gebracht. Weil dann hättest du mir direkt wieder meine Hälfte meiner Lebenspunkte abgezogen und dann wäre das auch scheiße gewesen. Weißt du, nur weil ich aus Versehen die falsche Karte aufgedeckt habe. Stimmt, dann hätte ich eigentlich das Duell, dann hättest du vielleicht anders enden können, hast du recht? Ja, dann hätte ich auch eigentlich. Ja, ich finde das eigentlich geil, wenn man sowas Duell nochmal überlegt, ja, und da spielt erstmal 5 Götter, also ich fass es nicht. Aber okay. Und das Spiel Zukunftsversion im Angriffsmodus. Ja. Aber ich hab schon so die Maus auf meiner Spiegelkraft. Ich war schon ganz auf Activate, aber ich. Da habe ich gefragt, warum alle Verteidigungsmodus. Und dann Waldbaum, weil das ist ja die beste Antwort, das ist die man geben kann. Ist. Das ist die Antwort auf alles. Ja. Tim, warum hast du deine ganze Familie abgeschlachtet? Waldbaum. Da kann dir kein Polizeibeamter was sagen und ich zieh schon wieder nur Mist, ey. Ja, also da habe ich angefangen zu überlegen, na, es wird schon scheiße. Und ich habe schon gemerkt, der wartet jetzt nur darauf, dass er schwerer Sturm zieht, ne? Und da ist mir eingefallen, ich muss auch Uriah in mein Bett nehmen. Nee, schwerer Sturm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in Absicht ziehen wollte. Ich brauch unbedingt mehr Karten, die so fallen und so zerstören. Ihr müsst wissen, der einzige Grund, warum nicht so viele gute Karten hat, ist, dass er mit gefälschten Karten spielt. Online. Achso, in eine. Online? Ja, auf einer Website, wo man alle Karten. Ja, nee, nichts spielt trotzdem mit gefälschten Karten. Merkt euch das? Nee. Ich kann alles fälschen. Trotzdem geht Nick in den Euro-Shop und fälscht vorher ein paar Dollarscheine. Ja, so muss das sein. Dann habe ich hier auch ein paar Karten gelegt und so. Aber das brauchst du nicht anzugreifen. Da kam jetzt, glaube ich, auch wieder mein Fehler. Oder? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Oder? Kam mein Fehler? Ja, mein Fehler kam. Dass ich das eingesetzt habe und dann noch die Medusa. Ja, antike Regel, dass das geht nicht. Stimmt. Antike. Du Dreckiger, muss ja ganz fair spielen. Du Ude! Nein, antike Regel kann man eigentlich ein normales Monster, also ohne Effekt mit Stufe 5 oder höher spielen, also Weißer Drache oder so. Aber Reptilianischer Medusa hat ja einen Effekt und ist scheiße und so. Mit der Karte habe ich normalerweise immer Weißen Drachen. Ja, ja. Bietet sich ja auch an, weil musst du nichts opfern für. Ach ja. Aber es ist gut, dass man sich so gut mit dir verständigen kann, weil ich glaube, andere Leute, die hätten da. Also, jetzt, wenn man online spielt mit so Engländern oder so, dann ist das schon ätzend. Also, ja, manche spielen fair, ätzend. Aber. Vor allem, wenn die dann anfangen, das Duell zu beenden, weil die. Ja, weil wenn die kurz vorm Verlieren sind, dann das Duell einfach beenden, sodass man keine XP kriegt oder so. Das ist kacke. So eine Scheiße. Aber wir kriegen auch so oder so. Ja, keine gut, XP, man kann nur in zwei Spielen, man kann nur in anderen Spielen Modi XP kriegen, dafür darf man keine verbotenen Karten im Deck haben. Das wird niemals passieren. Doch, ich hab. Wisst ihr, ich hab niemals ein Topfdeck ohne verbotene Karten. Das wird niemals passieren. Aber ich spiele da nie mit. Ich war ein Topfdeck hier, mein Gott, die Karte gehört halt in ein Deck. Ja, ist so. Was ist daran denn verboten? Zwei Mann. Karten, ja, toll. Ist doch egal. Und dann habe ich hier überlegt, ja, die Karte habe ich einfach unnötig reingelegt, weil. Fusionstor. Eigentlich ist die Karte ziemlich cool, vor allem in einem Elementarheldendeck oder so, aber. Ja. Das Problem ist halt, dass man die Monster bei Elementarhelden, da wird auch nochmal öfters von Monstern auf dem Friedhof Gebrauch gemacht und die werden ja alle aus dem Spiel gebanished. Ja. Und du brauchst übelst lange. Karten so schlecht sind. Okay. Jetzt habe ich mir erst überlegt, ob ich mystische Plasmazone aktiviere, um deine Fusion zu zerstören, aber es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil da hätte ich deine Monster nur noch stärker gemacht und meine Verteidigung geschwächt. Inwiefern? Was?
Weil mystische Plasmazone, die erhöht die Angriffspunkte von Finsternismonstern um 500 und senkt die Verteidigung um 400. Da hätte ich deinen Drachen ja noch stärker gemacht. Und dann habe ich jetzt wirklich das eingesetzt. Damit du tust. Schwerer Sturm. Alles für den Arsch. Meine Gang. Doch, ich habe vorher noch hier Feuer des jüngsten Gerichts aktiviert, um mir noch eine C-Marke zu holen. Alles auf Defense. Ja, und da Spiegelkraft aktivieren. Kennen wir. Ja, hab ich erstmal überlegt, hä? Geht doch gar nicht. Das ist so geil, wenn man Dick Offline spielt, weißt du? Weißt du, wenn man Dick Offline spielt, meistens ist es immer so, anstatt die Karten auf den Friedhof zu legen, aktiviert er die vorher noch, weißt du? Ich ziehe eine Karte, magischer Zylinder. Ich krieg 500 Lebenspunkte dazu, Sakuretsu-Rüstung. Ja, und das warte ich eigentlich noch, dass du angreifst. Fusionstor ja, auch. Ja, ist es ja auch. Scheiß Cheater. Und dann habe ich mich wirklich erstmal für den Drachen entschieden. Oder? Ja, ich habe mich für den Drachen entschieden. Du hast nur Drachen auf dem Feld. Nein. Auch. Ich meinte bei so, hier. Okay, ja, stimmt. Erstmal das eigene Monster zerstören, ne? Ja, dann, stimmt, ja, damit hätte ich deinen Drachen, deinen Weißen noch bauen können. Jetzt dachte ich erst, du greifst meinen Token an. Aber du zerstörst Riesenkeime und verlierst nur 500 Lebenspunkte. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, und ich bin am Zug. Und ich habe natürlich direkt erstmal schön Kellback gezogen. Kellback ist im Grunde genau wie Wand der Illusion, hat den gleichen Effekt. Ist nur, hat ein bisschen mehr Angriffspunkte. Ja, und dann habe ich hier mein, wie heißt nochmal, ja keine Ahnung, Mirror Force gezogen. Dann was? Was für eine Karte hast du gezogen? Spiegelkraft. Achso, Mirror. Achso, Spiegelkraft. Der Toten. Spiegelkraft, Zerstörung der Toten, Mirror Force, alles klar. Und Hexe vom Schwarzen Wald ist weg. Kann ich mir erstmal ein Monster aus meinem Deck holen mit 1500 oder weniger Verteidigungspunkten. Kann ich mir natürlich direkt erstmal für. Wie ich da einfach mit meiner Maus rumfliege. Erstmal für das eins der ätzenden Monster überhaupt gespielt. Maschinen und Maron. Eigentlich ist die ganze Karte ganz cool. Wenn ich durch Kampf zerstöre, verlieren beide Spieler 100.000 Lebenspunkte und wenn sie durch einen Effekt zerstören, verliert nur der Gegner 1.000 Lebenspunkte. Ah ja. Also muss man die immer durch den Kampf zerstören. Jetzt gab es noch Riesenkeimer und verliert nochmal Lebenspunkte. Ah, jetzt war die Verteidigung langsam aufgebraucht und ich hab 8 Karten in der Hand, Alter. So, ja. Jetzt nicht die ganzen coolen Monster, aber ist auch egal. Und erstmal hier Captain Energie verdeckt setzen. Oh, top, danke. Ich mach übelst viel. Oh, da habe ich eine coole Karte gezogen. Und den magischen Zylinder zweimal. Okay. Kann. Na egal. Oh, nee, ich habe ihn gar nicht mehr zweimal. Okay. Ah ja. Erstmal den Zug beendet. Und hast du, glaube ich, jetzt eine ziemlich dumme Karte gesetzt, oder? Das kann schon sein. Nee, nächste Runde. Nee, ja, jetzt hab ich eine Karte gesetzt. Also jetzt habe ich sie gezogen, jetzt habe ich sie gesetzt. Und hier war ich kurz davor, und mein... Da habe ich, hab ich mich dann irgendwie gefragt, warum ich keine Verteidigung mehr gespielt habe. Ah ja. Guck mal, das ist schon 18 Minuten und noch kein Ende in Sicht, ja? Ja. Voll krass. Next turn. Ich habe die ätzendste Fallenkarte... Ich hab jetzt... Die ätzendste und dann habe ich natürlich Fallenkarte ever gezogen. Ja, ich habe das gemacht. Pass auf. Ah, das war cool. Ich habe mit einem Lord. Solltest du vielleicht einen Drachenflügel ins Deck packen? Zwei Monster. Wenn du Herr der Drachen auf dem Feld hast, kannst du noch zwei Drachenmonster aus deinem Blatt rufen. Gerecht nachspeisen übrigens. Für jedes seiner Monster verliert er 500 Lebenspunkte und er hatte 5 Monster auf dem Feld. Das ist cool. Und ich weiß mal, wie Leben. Viele Lebenspunkte kriege ich dazu? Vielleicht kriege ich ja nur 1500. Dann habe ich hier auf deinen Aufnahmen müssen wir asynchron und bei mir hast du noch keinen Sternenstadtdrachen beschworen. Ich erstmal schön alle. Nein, jetzt aber. Nein? Ja, nur so ein bisschen. Ja, Sternenstadtdrache. Dachte ich mir noch so, ja, okay, gut, könnte noch gehen, weil meine Fallenkarte kein Monster zerstört. Aber.
Ich frag mich, warum ich sie nicht aktiviert habe. Beziehungsweise. Ne? Na, du, nee, stimmt, du hast nicht angegriffen, deswegen habe ich sie nicht aktiviert, deswegen. Und damit habe ich nochmal. Zwei Karten gebannt. Also diese. Achso, Dragon's Mirror. Dingens. Ja, ja. Und mir den Drachentypen geholt. Ja, weil das Vieh, was er jetzt spielt, das hat den Effekt, dass kein Drachenmonster mehr von Zauber fallen oder Monstereffekten als Ziel anvisiert werden kann. Und er kann einer pro Spielzug einen Drachen aus seiner Hand beschwören. Richtig fies, die Karte. Ja. Warum kenne ich deine Karten besser als du? King Dragoon. Bösen. Und dann habe ich hier dieses komische. Oh, und ich dachte schon so, scheiße, jetzt bin ich gefickt. Schwarzen Ball ist gezogen. Und ich wusste irgendwie schon, was du da als verdeckt, was für ein verdecktes Monster. Nächtlicher Angreif und der zerstört Wand der Illusion. Nee, die hätten mir den Arsch retten können. Ja, ja, und ich habe genau die richtige zerstört. Oh, das ist so scheiße, Mann. Ich meine, guck dir doch mal sein Fels an. Kein Monster unter 2000 Angriffspunkten, außer nächtliche Angreifer. Ja, greift er erstmal dem Vieh an, verlieren wir beide 1000 Lebenspunkte. Guck mal, ich habe noch keinen Lebenspunkt verloren, du hast schon fast alle Lebenspunkte verloren, aber du hast übelst die Monsterbrigade da bei dir. Ich habe es zu spät gemerkt. Oh yeah. Ja, ja, und dann habe ich auch ziemlich einen aufgepackt und dann kamst du mit deiner fiesen Dreckskarte. Was ist das für ein Effekt, der Text? Ja, ja, er hat gesagt, okay, begangen, genau, und dann hier ist wieder auf Verhandlung. War ein Weißer ja wieder weg. War aber nicht so schlimm. Warum spielst du keinen schwarzen Drachen? Sternsturm. Bist du was ist? Aus dem schwarzen Drachen. Vielleicht? Ich meine. Rot eigentlich. Hammer, ne? Warum machen die den weißen Drachen eigentlich stärker als den schwarzen Rotaugendrachen? Das ist voll rassistisch. Jetzt wo du das sagst. Da ist mein Token auch noch weg. Und, oh, 2400 Lebenspunkte. Das ist mies. Ja, und jetzt merkt man vielleicht schon, dass ich so ein bisschen die Arschkarte gezogen habe, ne? Ja. Aber ich zieh Fallgrube, Alter. Ich zieh Fallgrube. 22 Minuten. Du machst nur Spezialbeschwörungen in diesem Duell. Ich zieh Fallgrube. Dann dachte ich erstmal auch, wenn ich angreife, muss ich 500 zahlen. Nee, nee. Scheiße. Ja, genau, jetzt aktiviere ich gleich Kettenenergie und... Warum ich diese Karte jetzt verdeckt gesetzt habe, also als Feldzauber, ist eigentlich sinnlos. Und. Ja, hab ich überlegt. Kettenenergie ist eigentlich eine richtig geile Karte, aber die ist übelst gefährlich, weil jedes Mal, wenn man jetzt ein Monster spielt oder überhaupt eine Karte setzt oder spielt, muss man 500 Lebenspunkte dafür bezahlen. Also jetzt nicht für Angriffe oder so, das wäre ja dann. Da hätte ich ja noch eine gute Chance gehabt. Hätte ich ja schon viel früher aktiviert. Aber so eine ähnliche Karte gibt's auch, dass man dafür Lebenspunkte bezahlen muss, aber ich habe vergessen, wie die heißt. Es geht aber so eine Fallenkarte, die da ist. Kennst du den Fortschurke? Wenn man, nein. Ich weiß nicht, wenn man Monster zerstört, nee, ich glaube, wenn man die Gegner Lebenspunkte mit einem Monster abzieht, dann wird das Monster wieder auf das Blatt zurückgesetzt. Kann richtig vorteilhaft sein. Also wenn man gerade mal irgendwie ein bisschen bedrängt ist. Und jetzt muss ich mich übelst retten. Ich meine, guck euch das mal an, ich habe nur ein Monster auf dem Feld, das mich retten könnte. Gab erst erstmal eine Sternstaubplatte an und... Und dann habe ich direkt angegriffen. Mein Hannibal war weg. Und jetzt kommst du hier mit Dingens fünfköpfiger. Da war ja noch kein. Ja, greif dich an. Ich schon ernsthaft. Ich hätte dich zerstört. Nur wenn du das spielst. Ja. Und jetzt greifst du mit fünfköpfigen an, Alter. Man muss erstmal Kuribo abwerfen. Beste Karte, die es gibt, Alter. Die hat mir so den Arsch gerettet. Das ist unglaublich. Ich meine mit Kuribo. So eine gute Karte. Ich liebe Kuribo. Aber jetzt gleich. Jetzt kriege ich nochmal. Ich meine, guck mich mal. Jetzt habe ich nur einen Zug gerettet, einen einzigen Zug. Ich krieg zwar nochmal 2400 Lebenspunkte weg, aber. Ah, komm schon. 2200 Lebenspunkte. Also noch ein Zug hätte ich auf gar keinen Fall überlebt. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Das konnte ich nur hoffen, dass ich eine gute Karte ziehe. Und ich ziehe. Magischer Zylinder. Beste Fallenkarte. Und für mich natürlich nicht. Ja, habe ich erst überlegt. Weil ich war schön mit den fünf Köpfen. Ich habe mir erst überlegt, ob man die Karte überhaupt spielen kann, weil du wegen dem Effekt von deinem King Dragoon, aber. Da habe ich dir auch so wieder den 6 zurückgelegt. Wenn Ziel wäre. Hab ich verdrückt. Sowas kommt in den besten Familien vor.
Hey, weg damit, Mann. Ja, jetzt komm, leg das Vieh direkt. So. Und dann, boah, jetzt beende ich den Zug und vergesse noch wenigstens zur Verteidigung zu spielen für den Fall der Fälle. Und dann wollte ich die noch eben spielen, so kackendreist. Dann, weg damit, Nein. Was? Habe ich dich jetzt schon angegriffen? Nein. Okay, sag völlig. Weg damit. Hauptsache noch nichts nächstes Mal hintermachen, ne? Ja, und dann dachte ich mir so, fuck, komm schon. Ja, und dann, jetzt kommt der Finisher. Jetzt kommt der Finisher schlechthin. Greift mit 5-köpfigen an und dann komme ich mit magischer Zylinder. Und Pwning! Oh. Ja. Das ist echt, das war schon hart. Das war richtig fies. Oh, ja, und dann kommt sein Lebenspunkt auf 0. Richtig knapp das Duell. Und ja, die Siegermelodie. Na gut, Leute, das war der erste Family Battle in Yu-Gi-Oh! Dueling Network. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Danke, Nick, fürs Mitmachen und fürs Mitkommentieren. Mann, du hast mich voll zerstört. Okay, also dann, Leute. Die Karte ist scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, ciao.